Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Qualin-Video. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie ich ein RESTful Web-Projekt anlege und auch direkt konsequent von Anfang an mit GitHub arbeite. Sehen, ich habe hier IntelliJ IDEA geöffnet und hier erstelle ich nun ein neues Projekt. Ich wähle hier Java Enterprise. Als Build-Tool wird mir hier Maven angeboten, Testrunner JUnit passt auch und als Sprache Java ist ebenfalls in Ordnung. Hier bei den Libraries und Frameworks brauche ich momentan die RESTful Web Services, da werden später noch weitere hinzukommen. Das sind ein paar Einstellungen für Maven, der Name, Bookshelf, als Gruppe wähle ich hier CHBCZ, können Sie aber eigentlich frei wählen. Und Version mache ich einfach mal 1.0. Auch das lässt sich eigentlich frei wählen. Dann wähle ich Finish. Diese pom.xml-Datei, die Sie sehen, das ist die Konfiguration von Maven. Da werden unter anderem die ganzen Frameworks und Libraries als Dependencies eingefügt. Brauchen wir aber momentan nicht weiter. Das heißt, entsprechend können wir das Maven-Fenster minimieren und auch die PomXML schließen. Wenn wir uns die Projektstruktur anschauen, unter SRC Main finden Sie den Java-Ordner für unsere Java-Dateien und Web-App für HTML, JavaScript, CSS. In der Web-App werde ich jetzt auch gleich noch zwei Ordner erstellen. Der eine für CSS-Dateien, der zweite für JavaScript. Und außerdem erstelle ich einen Index.html. Das ist einfach eine minimale HTML-Datei, damit ich beim Ausführen des Projekts direkt etwas sehe und nicht immer einen 404 kriege, weil der Browser keine Dateien findet. Gut, soweit haben wir das mal vorbereitet. Jetzt will ich das Ganze auch direkt mit Git bzw. GitHub verwalten lassen. Das heißt, ich aktiviere unter VCS Enable Version Control Git und mache auch direkt einen ersten Commit. Links oben sehen Sie jetzt all diese Files, die noch nicht unter der Verwaltung von Git stehen. Das muss ich natürlich ändern. Entsprechend wähle ich da jetzt sämtliche Files aus, also auch die Konfigurationsfiles. Zu sehen, sind da doch schon ein paar Dateien vorhanden. Zuletzt muss ich noch den Autor angeben. Das ist einfach, ja, weiß, der Name und zwischen Spitzenklammern die E-Mail-Adresse. Und kann nun meinen Commit durchführen. Das hat auch geklappt. Nun gehe ich auf GitHub und erstelle hier ein neues Repository. Sie können sich selber überlegen, ob Sie es public oder private machen wollen. Wichtig ist, dass Sie kein README-File oder irgendwas hinzufügen, weil IntelliJ da manchmal Probleme hat, wenn im Repository auf GitHub bereits Dateien vorhanden sind. Hier sehe ich nun die URL meines GitHub Repositories. Die kann ich entsprechend kopieren. Und hier unter VCS Git Remotes trage ich sie nun als neues Repository ein. Der Name dient vor allem Ihnen dazu,
wenn Sie mehr Repositories haben, die zu unterscheiden. Man sollte irgendwas wählen, wo man weiß nachher, okay, ist das das Firmenrepository, ist mein privates. Und man sollte im Gegensatz zu mir keine Leerzeichen den Namen machen. Gut, ich kann jetzt einen ersten Push durchführen, entweder über das Icon da oben rechts oder unter VCS Git Push. Beim allerersten Mal werden Sie dieses Login to GitHub sehen. Das ist einfach, um die IntelliJ IDEA-Applikation zu autorisieren. Kleiner Tipp, schauen Sie, dass Sie in GitHub eingeloggt sind. Dann können Sie Ihr Login bei GitHub wählen. Können das autorisieren. Dann braucht das ein paar Sekunden, je nachdem. Und Sie sollten erfolgreich eingeloggt sein, beziehungsweise IntelliJ erfolgreich autorisiert haben. So, jetzt hat es geklappt. Und wenn ich jetzt wieder in IntelliJ IDEA schaue, sehe ich da rechts unten Pushmaster to New Branch. Damit ist mein Projekt bereit. Ich kann jetzt hier noch auf GitHub überprüfen, ob die Dateien wirklich angekommen sind. Sie sehen, das hat geklappt. Damit ich mein Projekt ausführen, austesten kann, brauche ich noch eine Runtime Configuration. Ich mache das über Menü Run, Edit Configurations. Ich füge hier mit dem Plus eine neue Konfiguration hinzu. Und zwar will ich den lokalen Glassfish Server. Sie sehen es, bei mir hat er direkt diesen Glassfish 5.0.0 erkannt. Falls das bei Ihnen unter Application Server irgendwas undefined steht, müssten Sie über Configure den entsprechenden Ordner angeben, wo er liegt. Ist in meiner Virtual Machine /opt/glassfish5. Die Server Domain, die ist standardmäßig Domain 1. Und Sie sehen da unten diese Warnung, dass keine Artefakte markiert sind. Das bedeutet, er weiß nicht, was er da auf dem Server ausführen soll. Das lässt sich mit Fix aber recht einfach beheben. Ich will hier das Bookshelf war exploded. Dann OK. Und ich kann nun meine Applikation ausführen. Das dauert vor allem beim ersten Mal ein paar Sekunden. Bisschen Geduld und der Webbrowser öffnet sich mit meiner Index.html und somit ist mein Projekt bereit, das ich nun entwickeln kann. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und im nächsten Teil werden wir die Model-Cluster hinzufügen. Im dritten Teil kommen dann noch ein paar zusätzliche Elemente hinzu, dass wir da eine erste RESTful Web Service Applikation bereit haben. Bis dann, Ihr Gwalin.